Ob Mechaniker, Holzwirtschaft oder doch ins Gastgewerbe, für junge Menschen ist die richtige Berufswahl oft schwierig. Berufswunsch? Tierpflegerin. Eine Tierpflegerin. Ich habe mich schon entschieden, dass ich bei meinem Papa auf der Baustelle arbeite als Maurer. Dem Verein Wirtschaft St. Michael liegt es sehr am Herzen, Schülern der neuen Mittelschule bei der Berufswahl unter die Arme zu greifen. Deshalb konnten sie beim Berufsinformationstag Betriebe ihrer Wahl besuchen, um so ihrer Entscheidung vielleicht näher zu kommen. Wir in St. Michael haben derzeit ca. 2800 Arbeitsplätze. Wir suchen, glaube ich, summa summarum ca. 100 Lehrlinge für die kommenden Monate oder Jahr. Und wir sind am besten Weg, dass wir auch mit so einer Aktion dem entgegentreten können. Nicht nur Theorie, auch Praxis wurde den Schülern vermittelt. Genau, wir haben so eine Vielfalt an Berufen und jetzt sind wir eigentlich nur in St. Michael. Also man muss sich das wirklich auch bewusst machen. Man glaubt oft, es gibt jetzt nur Tischler, Mechaniker und Fertig und Friseurin. Aber wir haben wirklich eine große, große Vielfalt und das gelingt natürlich mit der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft super, weil die einfach die Kontakte herstellen können und das für uns dann praktisch so aufbereiten, dass wir die Schüler eben losschicken können, so wie heute. Wie ist es so, Lehrling bei der Firma Baumecker zu sein? Was sind die Vorteile? Ja, die Vorteile, man hat eine große Firma, man sieht viel, man lernt einen Haufen. Jetzt hat euch der Herr draußen jetzt schon einiges erzählt und was ich angeschaut habe in der Werkstatt. War das, was dir taugt? Ja, mir taugt schon, aber man muss halt eigentlich entscheiden, was ich tue nachher und so. Weil mein Papa ist Landmaschinenmechaniker und jetzt repariert er Pistenraupen und das interessiert mich. Ich helfe ihm auch überall. Die Vielseitigkeit des Gastgewerbes war ein interessantes Thema. Ja, es ist schon viel cool, weil ich mich halt ja auch mal in Betrieb übernehmen und man lernt halt auch mit bei solchen Sachen machen, anderen Betrieb anschaut und es interessiert mich halt voll. Und die Berufe taugen mir generell, da wo auch andere eine Freude machen kann beim Kochen und so. Zuerst sind wir natürlich wahnsinnig froh, dass sich Schüler für unseren Betrieb interessieren. Wir haben einen sehr vielseitigen Betrieb mit mittlerweile 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in verschiedensten Berufssparten und wir haben uns dazu entschlossen, eben auch Lehrlinge aufzunehmen. Wir haben unsere eigene Lehrlingsbeauftragte, die jetzt auch die dazugehörige Ausbildung gemacht hat und würden eben Lehrlinge suchen im Bereich Fleischverarbeiter, also der klassische Metzger, aber gleichzeitig auch Mitarbeiter im Bereich Feinkost und natürlich auch Köche. Ein Einblick in eine Bank stand auch auf der Wunschliste der Schüler. Es gibt also einen Theoriebereich, wo man einer einfach theoretisch ein bisschen zeigt, was in der Bank alles tut. Und die drei Gruppen, die heute zu uns kommen, werden dann auch durch die Bankstelle durchgeführt. Also haben wir auch dann den Praxisbezug ein bisschen, wo einer einfach gezeigt wird, welche Abteilungen gibt es in der Bank und was kann man da alles anschauen und tun in der Bank. Viele Fragen wurden auch in einem Holzbetrieb beantwortet. Das Wichtigste für uns eigentlich ist, dass ein Schüler Eigenverantwortung mitbringt. Ein gewisser Fleiß muss da sein, eine Selbstständigkeit und einfach auch die Bekennung zum Werkstoffholz. Wir arbeiten da gemeinsam mit der Berufsschule in Kuchl zusammen und natürlich auch die weiteren Chancen im Leben, sprich mit der Matura gemeinsam in einer Fachhochschule, in einer Universität ist weiter zu vertiefen, die Möglichkeit gibt es und die ist sicher sehr toll und sollte auch so irgendwie bedacht werden. Weil wir das unseren Kindern schuldig sind. Wenn sich niemand um die Essen annimmt, wir schimpfen, wir bekommen keine Lehrlinge mehr, wir bekommen keine Facharbeiter mehr. Dann müssen wir Unternehmer sagen, wir müssen dem entgegentreten und was machen. Das liegt, glaube ich, die Schuld nicht nur bei den Eltern, nicht nur in der Schule sondern, oder am System, sondern auch bei den Betrieben selber. Und da wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Am Ende des Tages nahmen die Schüler viel Wissenswertes nach Hause mit. Und wer weiß, vielleicht weiß der eine oder andere nun ganz genau, wohin sein Weg ihn führt.